Meine lieben Freunde, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welchen Schmerz und was für ein heiliger Zorn meine Seele ergreift, wenn eine Idee, eine große Idee, die wir schon lange als heilig erkannt haben, wenn diese Idee plötzlich von Idioten aufgegriffen wird. Und wenn dann ganz dem Naturell solche Idioten entsprechend diese Idee auf die Straße hinausgezerrt wird. Wenn nicht der Geist, sondern der niedrige Boulevard und der Pöbel mit dieser Idee angefüttert und vollgeschmiert wird. Wenn wir diese Idee gänzlich verstümmelt, vergewaltigt, neben all dem anderen Plunder auf dem Trödelmarkt wieder treffen, in den Dreck gezerrt, in verkrüppelter Art in irgendeiner Ecke ohne Proportion und Harmonie zur Schau gestellt wird, wie ein Spielzeug für dumme Kinder. Da, meine lieben Freunde, dann ist es an der Zeit, Nein zu sagen. Nein. 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 Zu meiner Zeit. Zu unserer Zeit, meine lieben Freunde. Da war alles anders. Wir hatten doch andere Ziele. Aber nicht danach streben wir. Niemals. Meine lieben Freunde, ich möchte ganz offen zu euch sprechen. Ich erkenne diese Welt nicht mehr. Ich erkenne sie nicht. Ich erkenne sie nicht. Ich erkenne sie nicht mehr. Aber ich schwöre euch, unsere Zeit wird noch einmal heranbrechen. Unsere Zeit wird alles, was von dieser Idiotie, von diesem Taumel, von diesem Rausch ergriffen ist. Unsere Zeit wird alles wieder auf einen rechten Pfad zurücklenken, meine lieben Freunde. Und wisst ihr auch warum? Wisst ihr warum, meine lieben Freunde? Ha 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 ha